Heute ist das Thema Postler im Arbeitskampf. Seit Streikbeginn demonstrieren die Postler jeden Montag vor dem Briefzentrum in der Arnoldstraße in München. Ihre Forderungen an den Postchef Frank Appel lauten: keine Ausgliederung irgendwelcher Postdienste in den Billiglohnbereich. Dies ist neben weiteren tariflicher Verhandlungen der Hauptpunkt gegenwärtigen Auseinandersetzungen zwischen der Deutschen Post AG und Verdi und der Gewerkschaft Verdi. Um dem besonderen Nachdruck zu verleihen, organisierte Verdi einen Marsch mit ca. 3000 Teilnehmern vom Briefzentrum an der Arnoldstraße zur Parteizentrale der CSU. Die Gewerkschaftler machen die CSU-Regierung unter Horst Seehofer mitverantwortlich für das Handeln der Deutschen Post und übergeben eine entsprechende Resolution an den Generalsekretär der CSU, Andreas Scheuer. Und wir brauchen auch keine Infos, die uns einschüchtern sollen. Die sollen die Leute ihr Streikrecht lassen, die sollen die Befristeten nicht einschüchtern nach dem Motto, wenn du streikst, dann bekommst du keinen Arbeitsplatz mehr. Die sollen die Beamten nicht einschüchtern, die sollen den Leuten ihr Grundrecht lassen, dass sie, wenn sie streiken wollen, auch wirklich streiken dürfen und uns nicht so einen Scheiß mit diesen Briefen in Ruhe lassen. Wir kämpfen für unsere Arbeitsplätze. Wenn die glauben, dass wir mit Reingeld ohne Unterschriften für einen Tarifvertrag, dann haben die sich geschnitten und es beweist jetzt ihr, macht ihren Dampf! Wenn die das ernst meinen würden mit Kündigungsschutz und mit Fremdvergabe, dann können sie Unterschriften auf Tarifverträge setzen. Leeres Gewäsch können sie sich sparen. Wenn sie es ernst meinen, dann sollen sie einen Vertrag unterschreiben. Und so lange gehen wir auch nicht mehr rein. Glück auf! Heute bereits zum dritten Mal unter uns. Jetzt habe ich ihn in der Masse aus den Augen verloren. Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Fraktion im Landtag, Kollege Rindersbacher. Ich darf Kollege sagen, er ist Verdi-Mitglied und er besucht unsere Streikkundgebungen regelmäßig und ist auch heute unter uns. Des Weiteren darf ich das Mitglied des Landtags, Kollegen Fachmann, begrüßen. Sehr herzlichen Dank, dass ihr heute da seid. Ferner eine große Freude vom Bündnis gegen die Sonntagsarbeit. Kollege Erwin Helmer von der katholischen Betriebsseelsorge und vielleicht, wenn auch noch nicht entdeckt, die Hedwig souffliert gerade fleißig, weil in dieser Masse übersieht man leicht jemanden, Luise Clement, DGB-Vorsitzende, ich habe sie noch nicht entdeckt, aber die Hedwig. Und jetzt dürfen wir unseren Kollegen aus Rosenheim begrüßen. Andi, komm hoch. Noch ganz aufgelöst. Ja, Kolleginnen und Kollegen, die Rosenheimer haben fast die nächste Antwort und sind die letzten, aber es war ein bisschen Stau. Kolleginnen und Kollegen, das ist wahnsinnig, wenn ich jetzt da in die Runde schaue, wie viele tausend Kolleginnen und Kollegen da sind. Das ist super klasse, wir müssen weitermachen. Der Postvorstand will eine andere Post, der will nicht mehr unsere Post, der will alles ausgliedern und das lassen wir uns nicht gefallen. Den Anton Hirtreiter zu begrüßen. Toni, du hast das Wort. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf euch eine Grußbotschaft vom Herrn Brinks übermitteln. Herr Brinks teilt heute mit, es befinden sich 2500 Betriebsstätten
200 Zustellbasen, 2000 Zustellstützpunkte und 29.000 Menschen im Streik. Das ist seine Botschaft. Es ist angekommen. Aber in einem täuscht sich Herr Brings. Es sind nicht 29.000, sondern 33.000 Postlerinnen und Postler, die sagen, jetzt ist Schluss. Wir wollen endlich Verhandlungen und wir wollen einen Vertrag. Aber der kommt ja nicht mehr mit, weil er keine Ahnung mehr hat, was im Betrieb los ist. Wer Befristeten droht, wer daheim anruft, wer daheim die Leute besucht und sagt, komm in die Arbeit, sonst ist dein Arbeitsplatz gefährdet. Oder wer wir Führungskräfte, mir legt es schriftlich vor, sagt, na warte noch, Kollege, wenn der Streik vorbei ist, dann werden wir dir Böses tun. Was sind das für Arbeitgeber, Kolleginnen und Kollegen? Wer Angst und Schrecken verbreitet, nicht alle Arbeitgeber, aber einige wenige, dann ist es kein Arbeitgeber erster Wahl, sondern dann wird es mehr und mehr ein Arbeitgeber allerletzter Wahl in Deutschland. Und wer wir hier heute im 8. Stock die Verantwortung für 35.000 Menschen in Süddeutschland trägt und Angst vor euch hat und deswegen heute geflüchtet ist und meint, er kann mit seinen 10, 50, manchmal 10 oder 15 Leute in einem Briefzentrum dies arbeiten, wegarbeiten, was ihr dort, der ist einfach feig, der ist daneben und der muss sich einfach sagen, was sind denn das für Arbeitgeber? Aber wahrscheinlich wissen die, sie haben sich verbrannt, sie haben Menschen aufgehetzt, sie tun Menschen gegeneinander auftreiben und ich finde das skandalös und ich hätte vor einem Jahr nicht geglaubt, was ich zurzeit erleben muss. Ich finde es einfach furchtbar und ich fordere die Arbeitgeber auf, wieder Vernunft anzunehmen. Vernünftige Umgangsformen, sie müssen ja nicht den Streik aufrufen, aber sie müssen eure, unsere Rechte wahren, Kolleginnen und Kollegen. Weil man sonst die Arbeit nicht mehr schafft. Oh, Lebe, mach mich das. Wir ziehen aus selben Stand und schmoren alle in denselben Kopf. Wir geben nichts mehr her, wir werden immer mehr. Und statt der Schulter, wir in den Kopf. Oh, Lebe, mach mich das. Wir ziehen aus selben Stand und schmoren alle. Delivery, so heißt der neue Trick. Kommt rein bei Post und DHL in die Hütte. Das Ableg, den Schwamm machen wir mit. Oh!
Die schaffen Fakten, brechen gar Verträge. Da reicht es nicht, dass Männer widersprechen. Die Postler sagen, das war eine Lehre. Wir wissen, ohne Streit geht es doch nicht. Sache. Tagtäglich heißt es neu zusammenstehen. Sie drucken uns und wollen uns klein machen. Doch sie sind klein, wenn wir zusammen gehen. Ohne Leben nicht das. Wir ziehen am selben Strand und schmoren alle in denselben Topf. Wir leben nichts mehr wert. Wir werden immer mehr und statt der Schulter Ist.
CSU-Zentrale gezogen, weil wir die Politik in die Verantwortung nehmen wollen. Und deswegen freut es mich auch, dass der Generalsekretär der CSU, Herr Scheuer, hier auf der Bühne ist. Ich weiß, dass wir im Miteinander zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern ein friedliches, gesellschaftliches Zusammenleben abgehalten werden kann. Und dazu brauchen Sie erstens eine gerechte Entlohnung und zweitens, dass man sich als Unternehmen auch an die Grundregeln hält. Geschäftsführerin von Verdi München gelesen, die mutmaßt, dass die bayerische Staatsregierung anscheinend eine arbeitnehmerfeindliche Politik von großen Konzernen befürwortet und das Streikrecht einschränken will. Das ist auf gar keinen Fall der Fall und wir haben einen starken Arbeitnehmerflügel, eine starke Arbeitnehmervertretung in der CSU und deswegen ist es mir auch eine Ehre, zu Ihnen ein paar Worte richten zu dürfen. Und auch, ich glaube, eine Resolution zu empfangen. Und wir werden auch mithelfen, dass die Grundregeln in unserem Staat eingehalten werden. Dazu muss sich Politik und Parteien dran halten. Aber auch wenn es um das Sonntags- oder die Feiertagsbeschäftigung geht, müssen sich auch die Behörden dran halten. Und deswegen bitte ich, dass alle Prüfungen, die von den Aufsichtsämtern gemacht werden, nach Recht und Gesetz abgehalten werden und dass auch die Bundesländer ein klares Signal zeigen, alle Bundesländer, dass wir die Tarifautonomie hochhalten. Wir können als Politik nicht reinreden in die Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Aber meine Damen und Herren, ich appelliere auch an Sie, Sie haben Ihr Angebot vorgelegt, ich appelliere an alle Seiten, dass man sich auch zügig einigt. Sie müssen was als Lösung sehen für eine gerechte Entlohnung für die Arbeit, auch wenn es darum geht, nicht die Verantwortung in andere Unternehmensteile abzuschieben. Aber ich sage Ihnen auch, ich habe sehr, sehr viele Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, von Unternehmen, die sich Sorgen über das wirtschaftliche Weiterkommen, wenn die Pakete und die Briefe liegen bleiben. Das sage ich auch in aller Offenheit. Bitte um eine schnelle. Bitte um eine schnelle Einigung, aber auch eine gerechte Einigung. Und da haben Sie auch die CSU an Ihrer Seite, wenn es um die gerechte Entlohnung geht. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, bedanke mich dafür, dass Sie die CSU-Parteizentrale ausgewählt haben als Demonstrationsort. Andere Parteizentralen sind scheinbar nicht so bedeutend in Bayern. Und von daher begrüße ich Sie nochmal sehr herzlich und freue mich, wenn ich die inhaltlichen Stellungnahmen von Verdi überreicht bekomme. Und danke für die Zustellung der aktuellen Pakete heute. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, als Vertreter der katholischen Arbeitnehmerbewegung und der Betriebsseelsorge kann ich sagen, wir unterstützen euren Einsatz gegen prekäre Arbeit bei der Post AG. Wir wenden uns insbesondere gegen die andauernden Befristungen, gegen die wir im letzten Jahr schon gekämpft haben. Die andauernden Befristungen. Wir unterstützen euren Einsatz vor allem gegen diese 49 DHL Delivery GmbHs, die es nicht braucht, die ungerecht sind und unmoralisch. Wir wenden uns gegen eine Niedriglohnpolitik in diesem Land, die um sich gegriffen hat. Ein Mindestlohn genügt nicht, 8,50 Euro. Nein. Wir brauchen Tarifverträge, wir brauchen Anstand in diesem Staat
gegen Tarifflucht. Das muss unser Programm sein. Tarifverträge sind einzuhalten und es sind neue zu schaffen aufgrund der Verhandlungen, die jetzt hoffentlich irgendwann mal stattfinden. Ein Betriebsrat hat neulich seine Beschäftigten, die unter Druck waren, mit folgenden Worten begrüßt. Er hat gesagt, sehr geehrte Damen und Herren der Geschäftsführung, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kostenfaktoren, die Menschen fühlen sich so in diesem Betrieb und ich glaube, ihr fühlt euch auch auf die Kostenfaktoren. Ihr seid aber Menschen aus Fleisch und Blut. Ihr seid keine Nummern. Ihr seid keine Ware, die man verhökern kann. Ihr seid Menschen. Ihr habt Familie. Ihr habt eine Geschichte. Und ihr habt eine Würde, jeder einzelne von euch. Und jeder einzelne von euch ist so viel wert wie dieser ganze Konzern, dieses ganze Kapital miteinander. Jeder einzelne. Deutlich sagen, Deutschland will das nicht, was hier bei der Post im Moment passiert und bei Amazon und bei Legoland, wo Tarifflucht ohne Ende stattfindet, auch bei Real zum Beispiel. Tarifflucht, Lohndumping, Werksverträge, das wollen wir nicht. Ich sage, Deutschland will keine Demontage von Tarifverträgen und Sozialstandards. Die Bürger wollen nicht länger die Herabstufung von Löhnen und Arbeitsbedingungen akzeptieren. Dafür setzt ihr heute ein großartiges Zeichen. Die Menschen wollen keine Ausgliederung von Teilunternehmen bei der Post AG und die Löhne um gut 20% zu drücken. Das kann nicht sein, das ist unmoralisch. Wir wollen nicht. Wir wollen nicht, dass Leistung ungerecht bezahlt wird. Deutschland will auch nicht, dass ein ruinöser Wettbewerb stattfindet auf Kosten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Deutschland, wir wollen keinen ungezügelten Wettbewerb, um immer billiger, saubillig zu Lasten des Personals, zu Lasten des Beschäftigten. Die Folgen dieser Politik, die sehen wir an allen Enden. Die Menschen, die zur Tafel gehen, die also Nahrungsmittel brauchen, nimmt enorm zu. Die Niedriglöhne nehmen, die Menschen, die dort arbeiten, nehmen zu. Immer mehr Menschen suchen Schuldnerberatung. 2,7 Millionen Menschen sind befristet. Tarifflucht ohne Ende bei großen Konzernen. Internationale Konzerne wollen gar keine Tarifverträge. Die Verhandlungsfreiheit der Arbeitnehmer und Arbeitgeber als Argument benutzt. Darum ging es gar nicht. Sondern es geht darum, dass der Sonntag geschützt ist und das kann man mit keinem Gesetz aushebeln. Deshalb meine ich nicht angemeldete, nicht genehmigte, einfach durchgeführte Sonntagsarbeit ein offensichtlicher Missbrauch. Das kann nicht toleriert werden. In anderen Bundesländern gibt es nämlich Strafverfahren gegen die Post. Warum nicht in Bayern? Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, vorhin, als wir hergelaufen sind, schalten wir uns um mich rum. Wir sind die Post und genau ihr habt recht. Dem ist eigentlich fast nichts mehr hinzuzufügen. Außer, wenn ich da hinten an dieses alte Transparent denke, oder das sehen, wenn jemand mal hinschaut, da ging es ja damals, ich weiß gar nicht, wer es aufgehoben hat, aber als es um die Privatisierung der Post ging. Damals haben wir schon gesagt, hey, was ist mit unseren Arbeitsplätzen? Da hieß es, alles kein Problem und natürlich darf nicht ausgegliedert werden und die Zustellung bleibt bei der Post. Heute sehen wir, dass es genau darum geht, immer noch mehr Geld zu sparen, zu euren Lasten, auf euren Rücken zu lassen, eures Geldbeutels. Und da ist Ihnen wirklich nichts zu schade und nichts zu dumm. Toll, dass Sie das Transparent aufgehängt haben. Aufgehoben haben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Weil das ist ohne Tarifverträge
lebte ja unter Tarifvertrag zum Schutz vor Fremdvergabe, war all die Zeit Gold wert und es ist wichtig, dass wir weiter gemeinsam dafür kämpfen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ansonsten, wie gesagt, ihr seid die Post, ihr wisst, worum es geht. Ihr seht solidarisch zueinander und nicht nur für diejenigen, die unmittelbar im Moment betroffen seid, weil ihr habt das Spiel durchschaut. Jetzt gehen die ersten 6.000 in die Delivery und im zweiten Schritt hier und dann ist das Geld weg, die guten Arbeitsbedingungen weg und werden sich verschlechtern. Und deswegen, die Solidarität, die ihr zeigt, die ist wirklich Gold wert und darauf könnt ihr stolz sein, ganz am Ende auch dieser Datenbauseinandersetzung. Lass mich noch drei Sätze zur Sonntagsarbeit sagen. Sonntag, also gestern vor 8 Tagen, klingelt es bei mir an der Tür. Ich habe gedacht, hey, morgens um 9:30 Uhr, wer kommt denn da? Steht eine mir nicht bekannte Zustellerin draußen mit einem Päckchen. Und dann sage ich, was machen Sie denn hier? Schreiben Sie nicht, was ist denn das jetzt hier? Sie hat mich schlecht verstehen können, also hat weniger Deutsch gesprochen, hat aber gesagt, naja, eigentlich, also so habe ich das verstanden, arbeitet sie nicht bei der Post. Sie macht das freiwillig und es wird echt gut bezahlt. Dann habe ich gedacht, was machen Sie jetzt mit dem blöden Päckchen? Weil, also ich meine, die Landesregierung sagt ja, oh, die leichtverderblichen Dinge müssten natürlich zugestellt werden. In dem Päckchen war aber eine leichtverderbliche Duftbrause drin. Ja. Also habe ich gedacht, also eigentlich müsste ich das Päckchen wieder mitgeben. Und dann habe ich gedacht, ich nehme es mal an. Man weiß ja nie, wozu es gut ist, wenn ich bei der Landesleiterin einen Korpus Delicti habe, wenn es weiter um die Sonntagsarbeit geht. Also, ich bin im Besitz einer leichtverderblichen Duschbrause, die dringend zugestellt werden muss. Und dann hatten wir vorher schon, weil es gibt ja die Landesregierung, jetzt ist er leider weg, der Herr Doktor, oder auch nicht, haben wir das Arbeitsministerium angeschrieben und haben gesagt, hey, was ist denn da los? Ja? Kann ja eigentlich jeder Beschäftigten am Sonntag zur Arbeit sprechen. Dann ist erstmal nichts passiert. Dann ist ein weiterer Sonntag ins Land gegangen. Jetzt habe ich Post bzw. einen Fax bekommen von der Frau Müller. Das ist eine längliche Rechtsklärung, warum das alles sozusagen kein Problem ist und so weiter. Wir lassen das überprüfen, überhaupt keine Sorge. Ich möchte euch aber den letzten Satz nicht vorenthalten, weil der ist ja echt Wucht. Das schreibt uns ja nicht die Frau Müller, beziehungsweise der Michael Löhnberg in ihrem Auftrag. Die Deutsche Post AG nutzt lediglich eine allgemein geregelte gesetzliche Ausnahme, um Streikfolgen im Bereich der Daseinsvorsorge abzumildern. Demgegenüber wären sowohl die Bewilligung von Sonntagsbeschäftigung als auch hier nicht erforderlich, als auch die Untersagung der Inanspruchnahme der unmittelbar durch Gesetz gewährten Ausnahme als aktiver Eingriff in die Tarifautonomie zu werten. Das ist ja wohl der Hammer, ja. Man tut nichts, ja, und sagt ansonsten, würden Sie die Tarifverhandlungen einmischen, eine Frechheit von der Seite. Also, wie gesagt, macht uns keine Sorgen, da sind wir dran, das lassen wir uns natürlich nicht gefallen. Wir lassen uns ja nicht für dumm verkaufen. Und nur weil die sozusagen den Mund nicht haben oder keinen Arsch in der Hose, um da mal dagegen zu halten, werden wir das nicht einfach stoppen. Wir streiken nicht alleine. Auch die Erzieherinnen haben 4 Wochen lang gestreikt. Und es freut mich sehr, dass wir jetzt eine kurze Begrüßung von einer Erzieherin bekommen. Bitte komm vor. Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich sehr, dass ich kurz zu euch sprechen kann. Ich bin eine Vertreterin eben aus dem sozialen Erziehungsbereich. Wir haben 4 Wochen lang gestreikt für eine Aufwertung unserer Tätigkeiten, aber die Arbeitgeber verweigern uns bis heute, unsere Berufe besser zu stellen und uns besser einzugruppieren. Von durchschnittlich 2-4% mehr und dies auch nur für wenige Beschäftigte in unseren Bereichen sind ein Hohn für die Kolleginnen und Kollegen.
Momentan befinden wir uns in der Friedenskriegs, aber wir werden weiter für unsere Forderungen und für eine echte Aufwertung unserer Berufe kämpfen. Wir erklären uns mit euch solidarisch in eurem Kampf gegen die Zerschlagung der Post, gegen prekäre Arbeitsverhältnisse und gegen das Lohndumping. Der Postvorstand will aus ungezügelter Profitgier eure Löhne um 20% kürzen. Das ist ein Skandal und überhaupt nicht hinnehmbar. Lohn für gleiche Arbeit. Und dafür stehen wir Seite an Seite mit euch. Wir sind eine Gewerkschaft, wir kämpfen vereint für unsere gemeinsamen Interessen, aber wir brauchen auch die Unterstützung der Politik. Denn die Politiker haben eine Verantwortung für diese wichtigen gesellschaftlichen Bereiche. Das betrifft die Post und das betrifft die sozialen Bereiche in unserem Land. Und die Politik hat eine Verantwortung für den sozialen Frieden und für einen funktionsfähigen Staat. Und deshalb bin ich der Meinung, die Politiker müssen sich an die Seite und an die Forderungen der Beschäftigten stellen. Vielen Dank auch für diese klaren Worte. Und da der Herr Scheuer jetzt dann gleich gehen muss, machen wir jetzt noch eine symbolische Übergabe unserer Petitionen. Das ist natürlich nur ein winziger Teil von den Petitionen, die wir bereits abgeschickt haben. Aber es soll sie symbolisch von uns empfangen. Robin, du hast das Wort. Ich bin mit großer Erwartung hierher gekommen, ihr habt alles übertroffen. Ich darf im Namen von allen Regensburgern, den 23 Stationen, den ca. 350 Menschen, diese zwei Petitionen vorab persönlich überreichen. Das ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil von dem, was alles umgegangen ist, von dem, was abgegeben wurde. Und dafür möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken. Post AG zu Verhandlungen aufgefordert. Über 32.000 Beschäftigte machen der Post mit Dauerstreik Druck. Und deswegen haben wir die Post zu einer Verhandlungsrunde am 3. Juli aufgefordert und bis zu dort.